Ja, jetzt kommen wir zu unserem Steinreichtum und zum Tagesordnungspunkt 10, zur Gebäudekonzeption, ein Thema, was uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt und ich glaube auch noch länger beschäftigt, aber ich bitte um die Einbringung. Vielen Ja, Dank. vielen Dank. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, die EKM ist steinreich. 20% aller Kirchengebäude, die es in der EKD gibt, stehen in der EKM. Und wiewohl wir in der Solidargemeinschaft der EKD-Kirchen auch durch den Finanzausgleich gut aufgehoben sind, schafft das nicht nur Lust, sondern auch Last. Wir bringen Ihnen deswegen heute nach einem guten Jahr Projektstelle im Landeskirchenamt für die Gebäudekonzeptionen den Zwischenbericht ein. Sie haben ja die schriftliche Vorbereitung schon bekommen und wir werden ein paar Schwerpunkte setzen. Besser gesagt, Frau Dr. Perlich-Nitz wird das machen, die die Projektstelle in hervorragender Weise ausfüllt. Ja, was wollten wir mit den Gebäudekonzeptionen? Wir wollten den Gemeinden Hilfestellung geben, damit sie zu einer Entscheidung kommen, was brauchen wir und was können wir dauerhaft erhalten, gern auch mit Kooperationen, wie das gestern Abend angeklungen ist. Es geht um die Reduzierung der Lasten und Belastungen durch Konzentration von Funktionen, Finanzen und auch Manpower. Und ja, es geht auch um eine Reduzierung des Gebäudebestandes. Es geht um schmerzliche Prozesse, es geht um Loslassen. Nicht umsonst hat die Handreichung für die Gebäudekonzeptionen die Überschrift von mutigen Aufbrüchen und notwendigen Abschieden. Es geht auch darum, Steuerungsmöglichkeiten für Investitionen zu bieten, dass man sich nicht verzettelt, sondern sich konzentriert. Auch qualitativ konzentriert bei notwendigen Baumaßnahmen. Wir brauchen gute Bedingungen für das, was wir als Kirche leisten. Wir brauchen keine Masse mehr. Auch langfristige Vorsorge ist das Thema, auch hier wieder durch Konzentration und Überforderung zu vermeiden. Die Handreichung ist da als Hilfsmittel gedacht, um das strukturell voranzubringen und zu unterstützen. Wir haben sie seit gut 2 Jahren in den Gemeinden und Kirchenkreisen zur Erprobung. Wie gesagt, die Projektstelle ist seit gut einem Jahr besetzt. Und wie das so ist, wenn man sich theoretisch was erdacht hat und es dann versucht, in die Praxis zu überführen, zeigt sich, dass nochmal eine gewisse Erdung durch die Praxis erfolgt. Ich will jetzt nicht den zitieren, der gesagt hat, Praxis ist der Prüfstein aller Theorie. Aber es ist natürlich so, es ist natürlich so, das reale Leben sieht manches oder behandelt manches dann doch anders, als man sich's im Landeskirchenamt überlegt hat. Und davon berichtet jetzt Frau Dr. Perlich-Nitz. Frau Berg, die Referatsleiterin Bau, ist auch anwesend und steht dann auch für die Beantwortung von Rückfragen zur Verfügung. Vielen Dank, Frau Dr. Perlich-Nitz, Ihre Bühne. Vielen Dank. Ich werde mich bemühen, nicht alles noch mal im Detail zu erzählen, was Sie in den Drucksachen schon haben, aber so ein bisschen das zusammenfassen. Also die Bereitstellung der Handreichung, das hat der Große eben schon gesagt, vor 2 Jahren. Und mit dem Beginn meiner Stelle, dann Anfang des letzten Jahres, bin ich erst mal rangegangen und habe gedacht, ich muss erst mal wissen, wie es denn aussieht und habe in den Kirchenkreisen und Gemeinden nachgefragt, wie ist der Arbeitsstand, wie sind die Erfahrungen mit der Handreichung und vor allen Dingen, also von allen Kirchenkreisen und punktuell dann auch von den Gemeinden, habe ich da Antworten bekommen. Und die Rückmeldungen waren ein bisschen ernüchternd. Ich hatte ja auch gedacht, ich komme und frage immer nur ab, ob alle gut arbeiten. Die Handreichung wurde vor allen Dingen von den Gemeinden, das war die Rückmeldung, als zu komplex und zu umfangreich empfunden. Zu viel Arbeit für nicht ganz klar, was man von dem Ergebnis dann hat. Und insgesamt ist mir das sehr massiv entgegengeschlagen, die Überarbeitung und Überlastung der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Das war dann, deutet, also drückte sich vor allen Dingen darin aus, woher sollen wir denn diese ganzen Daten bekommen?
Und was machen wir dann mit den Daten? Das Fazit daraus war dann relativ schnell, wir sehen, dass die Ziele und auch das Vorgehen bei der Gebäudekonzeption sich unterscheiden, ob ich das auf Gemeindeebene betrachte, also was die Gemeinden davon haben und was den Kirchenkreis, die Planungssicherheit und die Steuerungsmöglichkeiten des Kirchenkreises betreffen. Es wurde aber auch deutlich, dass die Gemeindekonzeption auch des Kirchenkreises eigentlich nur von unten nach oben entstehen kann, das heißt also aus den Gemeinden heraus entstehen müssen die Entscheidungen. Ganz besonders, was dann auch die Akzeptanz angeht für eben möglicherweise auch schmerzhafte Entscheidungen. Und ganz deutlich wurde, die Gemeinden brauchen unmittelbar praktische Unterstützung. Daraus ist dann auch nochmal eine gewisse Schärfung des Ansatzes entstanden, der zwar in der Handreichung drin ist, aber gerne auch so ein bisschen überlesen wurde. Also bis jetzt handeln wir meistens so, wir haben Gebäude, viele Gebäude, und versuchen uns zu überlegen, was wir mit diesen Gebäuden mit und in diesen Gebäuden machen können, müssen, wollen. Lassen uns eigentlich also so ein bisschen von den Gebäuden treiben, und demgegenüber wäre eine Herangehensweise aus der anderen Richtung, wir überlegen uns erst, was wir machen wollen und können und sollen, und dann sehen wir zu, dass wir Gebäude haben, die dieses Wollen möglichst gut unterstützen. Das heißt also, wirklich ausgehen von dem Ansatz, so viel du brauchst. So konkret hat das dann dazu geführt, zu diesem Vorschlag eines Workshops für Gemeindegruppen, also in der Regel ist Fahrbereich Kirchspiel, Kirchgemeindeverband, das haben Sie auch als Anlage, das, also gerade das rechts, das muss man jetzt auch nicht lesen können, das ist viel zu klein, das läuft jetzt an, inzwischen haben wir einige Workshops gehabt, und das Wichtigste ist dieser letzte Satz, der hier auch immer unten drunter steht, die Gebäudekonzeption ist nach so einem Workshop-Tag nicht fertig. Aber es sind schon oft ganz grundlegende Entscheidungen gefällt nach so einem Workshop-Tag, und das ist jedes Mal wieder anders. Die EKM ist ja auch sehr vielfältig, und je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist mit so einem Workshop, sind die Themen auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich muss sagen, bislang bin ich ganz zufrieden mit dem, was dabei rauskommt, und habe das zumindest von den Gemeinden nicht anders gehört, und ich hoffe, dass es nicht daran liegt, dass sie nur freundlich sein wollten. Eine zweite Sache ist, auch das kam von den Gemeinden, aber wie sieht denn dann die Gebäudekonzeption ganz praktisch aus? Also was ist das Produkt Gebäudekonzeption, was für uns nicht eine für den ganzen Kirchenkreis festgelegte Schwerpunktsetzung oder so, sondern wir als Gemeinde, wie sieht unsere Gebäudekonzeption aus? Und auch dazu habe ich so ein Beispiel gemacht. Also es ist eine fiktive Gebäudekonzeption eines fiktiven Kirchengemeindeverbands, was Sie auch als Anlage zum Bericht bei den Drucksachen erhalten haben. Und man sieht es schon, der Beginn dieser Gebäudekonzeption ist nämlich, hat überhaupt noch ganz wenig mit Gebäuden zu tun. Das ist in dem Prozess auch noch mal sehr viel deutlicher geworden, weil wir uns eben erst darauf besinnen müssen, was uns wichtig ist, was wir machen wollen, was unsere kirchliche Arbeit ist, steht am Anfang eigentlich eine Gemeindekonzeption. Gemeindekonzeption natürlich wäre jetzt ein ganz eigenes Thema, womit man sich dann auch durchaus über einen langen Zeitraum beschäftigen kann in den Gemeinden. Also Gemeindekonzeption ist vielleicht hier auch noch nicht das richtige Wort, was ganz runtergebrochenes für den Zweck der Gebäudekonzeption. Was aber damit beginnt, dass sich auch alle beteiligten Orte in diesem Fahrbereich Kirchgemeindeverband, Kirchspiel vorstellen können, damit sich alle gesehen fühlen auch. Und deswegen ist hier der Anfang dieser fiktiven Gebäudekonzeption mal gezeigt, und auch das, was dann ganz am Ende kommt, da sieht man schon, das ist dann nach einigen Seiten schon, da steckt also noch eine ganze Menge dazwischen. Und ich wäre ja ganz glücklich, wenn wir für jedes Gebäude in der EKM letztlich so ein Blatt haben, wo ganz grundsätzliche Entschlüsse draufstehen, nämlich der grundsätzliche Beschluss, behalten wir das Gebäude oder nicht,
Und was wollen wir eigentlich mit dem Gebäude? Und daraus folgend, welche Maßnahmen wollen wir? Und vielleicht auch, deswegen habe ich das hier auch extra mitgebracht, welche Maßnahmen wollen wir vielleicht auch nicht? Dass wir also auch loskommen davon, Dinge zu tun an Kirchen, weil sie schön sind und weil uns das gut gefällt. Also ich nenne das nur stellvertretend, aber ich frage mich, ob wirklich die Anstrengung, eine Orgel in einer Kirche spielbar zu machen, in der überhaupt gar kein Gottesdienst mehr stattfindet, ob das der richtige Weg ist. Deswegen gehören in eine Gebäudekonzeption durchaus auch solche, ich nenne sie mal negativen Beschlüsse, nämlich was machen wir nicht. Und das war zwar beim MDR gestern so genannt, wir haben natürlich keinen 6-Stufen-Plan für die Gebäudekonzeption. Das ist ein weiteres Hilfsmittel für die Gemeinden, weil sie ja, also die Hälfte unseres Gebäudebestands, das wäre ein, wenn wir, also selbst wenn wir sagen, wir werden erstmal alle sonstigen Gebäude los, wäre das auch noch gleich ein Haufen Kirchengebäude, denn wir haben einfach unglaublich viele Kirchengebäude, anders als andere Landeskirchen. Und das bedeutet natürlich auch, wir füllen die Kirchengebäude nicht mehr alle und die Gemeinden oder Kirchspiele müssen sich überlegen, auf welchem Niveau auch baulich sie ihre Kirchen halten wollen. Es geht eben nicht alles in allen Kirchengebäuden, das können wir nicht mehr. Was nicht heißt, wir brechen jetzt en masse irgendwelche Kirchengebäude ab, aber das heißt, wir halten manche Gebäude vielleicht auf einem niedrigen Niveau, sodass wir das als offene Kirche durchaus nutzen können, ohne dass da aber das gesamte Programm in allen Ausbau- und Schönheitsstufen vorhanden ist. Das ist dieser Vorschlag, was Sie auch als Anlage bekommen haben. Das Wichtigste, was deutlich geworden ist, Gebäudekonzeption, das muss man auch in die Gemeinden vermitteln, soll keine noch eine zusätzliche Hausaufgabe sein für die Gemeinden, sondern die Gemeinden sollen ganz unmittelbar einen Mehrwert davon haben, dass sie diesen Weg gehen. Das ist auch deswegen sinnvoll, weil Gebäudekonzeption, das merken wir jetzt immer deutlicher, ganz eng verknüpft ist mit weiteren Punkten, also natürlich erstmal der Investition von Geld und vor allen Dingen auch von Energie. Also ich glaube immer noch, dass es so ist, dass uns erst die Energie ausgehen wird und die Menschen, die sich kümmern, bevor uns das Geld ausgeht. Vielleicht auch, wenn Herr Große anderer Meinung ist. Ich glaube, Geld findet sich immer noch, wenn Leute da sind, die das wollen. Das hängt natürlich auch, ich brauche eine Gebäudekonzeption, das ist ja auch zum Teil gesetzlich verankert, wenn ich Kirchengebäude vor allen Dingen entwidmen, verkaufen, auch kaufen will. Das hängt also da zusammen, Kauf und Verkauf gleichermaßen. Auch dieses Thema, wo möchte ich denn erneuerbare Energie gewinnen? Erst eine Gebäudekonzeption, damit ich überhaupt weiß, wo was stattfindet, wo es dann sinnvoll ist. Denn noch bringt uns das nichts, irgendwo eine Photovoltaikanlage zu haben, wenn wir den Strom einspeisen und die Investition nie wieder zurückgewinnen. Und natürlich diese Dinge wie die, also ganz grundlegend, ne? Neue Heizung, überhaupt eine Heizung, was ist mit Dämmung bei den Pfarrhäusern? Und das ist auch, betrifft auch der Eingriff in den Denkmalbestand, das ist ja ein dauerndes Klagelied. Die Argumentationshilfe ist viel besser, wenn ich eine Gebäudekonzeption habe und sagen kann, ich habe hier ein Konzept für den ganzen Bereich mit meinen 21 Kirchen und wir möchten in dieser einen Kirche grundsätzlich umbauen, damit wir und dafür erhalten wir die anderen 20 so, wie sie sind. Das ist ein super Argument auch gegenüber den Denkmalämtern. Das kam ja auch bei der letzten Synode und kommt ja auch bei dieser. Natürlich ist das ohne jetzt die ganzen Photovoltaikanlagen und sowas, aber der sinnvolle Umgang mit unseren Immobilien ein ganz wesentlicher Baustein zum Thema Klimaschutz. So, und neben den Dingen, die ganz auf der Hand liegen, weswegen die Gebäudekonzeption das touchiert, begegnen mir dann vor allen Dingen bei den Workshops ganz viele Fragen, die Gebäudekonzeption dann mit anreißt oder irgendwie touchiert. Zum einen die Frage des Gebäudemanagements, womit viele Gemeinden ja auch zunehmend überlastet sind und überfordert sind. Die große Frage Dienstwohnungspflicht, die immer wieder kommt. Welche Gebäude halte ich, zu welchem Zweck und können wir das auch anders lösen? Kleinstgottesdienste, Friedhöfe,
Mobilität, Innen- und Außenwirkung. Also das ist ein ganzes Bündel von Themen, wo wir immer wieder ranstoßen und sagen, ja, mit einer Gebäudekonzeption, die eigentlich mehr umfasst als die Gebäude, berühren wir diese ganzen Punkte auch mit. Und deswegen ist es sinnvoll, sich da zu beschäftigen. Da hat die Gemeinde was davon. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wie arbeiten wir weiter? Also es muss natürlich auch wieder von den Workshops, wenn es ein paar mehr sind, eine Evaluation geben. Ist das der Weg? Also funktioniert das jetzt so? Kommen die Gemeinden auch nach diesem ersten Workshop alleine weiter? Braucht das mehr Unterstützung? Wo muss man ändern und schärfen? Das passiert natürlich laufend, aber will ich auch noch mal zusammenfassend betrachten Ende des Jahres und die dann eben entsprechend anpassen, die Workshops, und die auch möglichst weit in die Kirchenkreise tragen. Bis jetzt, der erste Schritt ist erstmal zu sagen, in jedem Kirchenkreis mal mindestens einen Workshop versuchen durchzuführen und danach dann weiter in die Masse gehen, wenn es nicht in den Kirchenkreisen sowieso durch Multiplikatoren oder andere gelingt, es im Kirchenkreis weiter zu verteilen, das Thema. Jetzt glaube ich, war das schon doch das nächste. Die kaum genutzten Kirchengebäude. Auch da benötigen Gemeinden noch eine stärkere Unterstützung, herauszufinden, was man denn vielleicht noch machen kann. Es gibt ja dieses jetzt gerade zu Ende gehende, die Modellprojekte, also dieses IBA-Programm, wo es ja verschiedene sehr schöne und auch zum Teil sehr große Dinge gibt. Wir haben mit den Erprobungsräumen verschiedentlich ja auch Dinge, die dann neu in Kirchen geschehen, aber auch da müssen wir sagen, diese große Quernutzung, große Zusatznutzung, das wird einen Bruchteil unserer Gebäude unterstützen, und wir werden für eine große Masse kleine Dinge brauchen. Und also wie die Frage, was ist, wenn es denn noch eine freiwillige Feuerwehr gibt, möchten die nicht dann vielleicht auch mit in die Kirche oder so? Und diese Entscheidung, also überhaupt erstmal auf die Ideen zu kommen, was man machen könnte und wie man das auch kommuniziert, wie man Partner findet, da brauchen Gemeinden auch noch weiter Unterstützung für diese viel mehr kleinen Lösungen. Ja, dann, wenn die Gemeinden irgendwie ihre Gebäudekonzeption haben, kommt natürlich auch zunehmend die Frage der Kirchenkreise, und wie machen wir das jetzt am besten mit unserer Gebäudekonzeption? Das ist ja eigentlich in der Handreichung angelegt, aber dennoch auch da in der praktischen Umsetzung deutlich geworden, dass die Kirchenkreise so ein bisschen überlegen, wie kann das jetzt weitergehen? Da ist jetzt gerade der erste Schritt, mal aus allen Kirchenkreisen ganz banal zusammenzutragen, die Kriterien für die Vergabe der Mittel aus dem Baulastfonds. Das bin ich ja dabei, eine Übersicht zu erstellen. Das werden dann auch alle Kirchenkreise bekommen. Einfach, dass man mal sieht, wie machen andere das und wie fließen da zum Beispiel dann Gebäudekonzeptionen der Gemeinden ein in diese Fragen. Und es soll einen Modellkirchgemeindeverband geben, der noch intensiver betreut wird. Da habe ich einen im Blick, der weiß da noch nichts von. Der ist repräsentativ, also der ist so ganz normal, nicht überdurchschnittlich engagiert, aber es sind eben doch auch noch Leute da, die sich engagieren und so normal groß für EKM-Verhältnisse. Also wir haben 21 Orte mit 20 Kirchen, ganz normal, eigentlich ein ganz normaler Kirchgemeindeverband, und die haben auch schon angefangen mit ihrer Gebäudekonzeption, haben sich noch nicht so ganz getraut, bis zum Ende zu gehen. Also da steht bei einer Kirche dann einfach in der Gebäudekonzeption verschlossen. Da müsste jetzt noch was kommen. Was heißt das? Was machen wir denn jetzt damit? Warten wir einfach ab, bis die Zeit nach uns kommt. Und dieser Kirchgemeindeverband soll modellhaft dann wirklich mit allen gemeinsam betreut werden, also die verschiedenen Themen, die dazugehören. Das Thema Klima, Quernutzung, Denkmalpflege, das Landesdenkmalamt ist mit im Boot und auch schon ganz begierig, da mal zu sehen, wo die Chancen sind, dass auch mal das Landesdenkmalamt erklären kann, warum Entscheidungen fallen und warum auch nicht, und wie man da auch langfristig mit diesem immer größer werdenden Thema, nicht alle Kirchen auf einem Niveau halten zu können, umzugehen hat.
Die sollen also alle mit einbezogen werden und das gesamte Spektrum möglichst soll abgebildet werden. Und ganz wichtig, dieser Weg soll dokumentiert werden, so dass es dann auch für andere Gemeinden hilfreich ist. Also dass auch da ein Mehrwert entsteht, nicht nur des Ergebnisses, sondern auch der Weg. Wo sind Hürden? Was wir dann ja sicherlich merken werden, wo eben auch noch Hürden sind, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. So, es gibt auch ein paar ernüchternde Erkenntnisse, die sich bei der Beschäftigung mit der Gebäudekonzeption zeigen, nämlich, dass wir immer noch und immer stärker auch mehr bauliche Schäden haben, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Wir haben ganz schön viele Kirchengebäude, die wir kaum oder gar nicht mehr nutzen. Ich sage jetzt extra nicht brauchen, sondern nutzen. Und es gibt zunehmend Orte, in denen es niemanden mehr gibt, der sich um das Kirchengebäude kümmert. Das ist dann in den größeren Kirchgemeindeverbänden, merkt man das, da findet sich dann auch niemand mehr für den GKR, da findet sich aus dem ganzen Ort auch niemand mehr, der an irgendwie Gebäudekonzeption oder sowas teilnehmen möchte. Da gibt es auch niemanden aus der bürgerlichen Gemeinde, der einen Blick auf das Gebäude hat. Und die mit den massiven baulichen Problemen, die Kirchen, obwohl ja nun 30 Jahre intensives Bauen gelaufen sind und viele Gebäude gut dastehen, kommt eine neue Kategorie hinzu, die mit den Klimaentwicklungen zu tun haben. Das heißt, wir haben diese starken Dürreperioden gewechselt mit Starkregenereignissen und auf einmal Gebäude, die jahrhundertelang problemlos dastanden, reißen auf einmal und bekommen große Probleme. Das werden mehr. Wir haben aber keine Vorstellung, wie viele das eigentlich betrifft und betreffen wird. Kirchen, die wir kaum noch nutzen, das ist immer so die Frage, wo ist die Grenze? Das ist ganz schwierig, deswegen ist das natürlich eine Zirka-Zahl, ungefähr 900. Das ist fast ein Viertel des aktuellen Kirchenbestands, was wir haben. Und Kirchen, die ohne Kümmerer sind, aktuell ungefähr 150, was mehr oder weniger 5 pro Kirchenkreis bedeutet, und mittelfristig mehr. Also diese Zahlen denke ich mir natürlich nicht aus, sondern das sind Rückmeldungen aus den Kirchenkreisen und dieses mit den, wie viele werden es mittelfristig, ist natürlich ganz schwierig zu sagen. Ne? Wenn man das ein bisschen davon abhängig macht, dass man sagt, wenn ihr jetzt mal auf eure Kirchen guckt, wo sind denn die, die sich kümmern und wie alt sind denn die? Und gibt es Nachfolger? Ja, also vielleicht sind es nicht 1000, vielleicht sind es nur 500 mittelfristig, vielleicht sind es auch nur 300 mittelfristig. Das wäre jetzt auch ein nächster Schritt, dahinter zu kommen, das etwas präziser zu ermitteln, wie viele es tatsächlich sind. Und die große Frage ist dann eben, diese Kirchen ohne Kümmerer, ist das eine neue Aufgabe? Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.